This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hallo. Geht noch mal aufs Klo. Ist schon viel besser aus mit den Haaren. Du musst doch so irgendwas mit deinen Haaren machen. Die sind so lang. Die sind echt lang. Naja, ich finde es ja eigentlich schön, aber. Nee, die wachsen halt. Die hängen dann halt hinten. Sieht das schon irgendwie so aus wie so eine Special Frisur, weil du die immer so nach außen hast? Nee, ich tue die nur so rüber halt. Du bist so klein. Ich mach mich einfach kleiner. Setz dich doch mal gerade hin auf deinen Stuhl, Mädel. Das ist nicht so gut, wenn ich gerade sitze, glaube ich. Hallo. Hi. Nee. Ameisenprobleme. Doch, das ist gut, das ist gut. Das ist okay. Mach nicht immer so, als wäre das so was Tolles hier. Wir machen noch ein Video. Nein, wir machen das schon richtig, oder? Ja, klar. Machen wir doch gerade, oder nicht? Okay. Auf jeden Fall alles drin lassen, ist so cool. Weiß Nein, nicht. Okay, diesmal nicht. Wir müssen es diesmal professionell anstellen. Hallo. Hallo. Das war zeitversetzt. Das ist gut, das ist okay. Also, Der Joachim hat uns getaggt. Genau, danke Joachim. Danke Joachim, auch danke fürs vorher fragen, ob du es darfst, voll süß. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ach, hier doch. Liebster Award. Tag. Das sind 11 Fragen das um die Abs. Schon. Das hast du noch nie gemacht. Das wüsste ich. Ich kann deine Schrift nur nicht lesen. Hättest du dich mal besser vorbereitet? Doch, doch kann ich. Kann ich, hab schon. Ja, klar, du schreibst wunderschön. Das ist eigentlich geschmiert. Okay, ich fange an. Okay. Erste Frage. Hast du einen starken Leitsatz oder ein Motto, an das du in schwierigen Situationen denkst? Ach, ich muss ja antworten. nee. Das war's auch schon. Und du? Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Also ich hab kein Motto oder Leitsatz oder so, aber es ist bei mir immer so, wenn ich jetzt irgendwie eine Beschäftigung oder so, wenn die total kacke ist, wo ich denke, die Welt geht unter, dann überlege ich halt immer, was noch schlimmer sein könnte und dann geht es meistens besser. Verstehst du? Ja. Also auch eine Methode. Als ich so einen Autounfall hatte und dann mein Wirbelbruch und meinen gequetschten Fuß und mein Bauchtrauma und so und 6 Wochen keinen Sport machen durfte, habe ich mir einfach vorgestellt, ich hätte vielleicht beide Beine verloren und dann könnte ich wahrscheinlich nie wieder Sport machen. Also ich weiß nicht das, was ich gerne mache. Und somit war es dann erträglich. Negative Motivation. Genau, negative Motivation. Ja. Du musst die zweite Frage fragen. Also zweite Frage. Was tust du, um ins Handeln zu kommen, wenn du durchhängst? Ich hätte mich vorbereiten sollen. Ich hänge gar nicht so oft durch. Eigentlich. Aber wenn ich mal durchhänge, dann... Das ist selbstkritisch eigentlich. Ja, ist wirklich so. Nee, doch, ist gut. Ja, was soll ich denn durchhängen? Nee, es gibt mal ein paar Momente am Tag, wo man vielleicht mal nicht so gut Laune hat, aber das heißt ja nicht, dass man durchhängt. Wenn es mir mal nicht so gut geht, dann mache ich meistens irgendwas Praktisches. Also irgendwas, was ich sowieso machen muss. Wäsche waschen, putzen, Sport. Irgendwas, was sowieso ansteht, was ich irgendwann mal machen muss oder was sowieso tagesplanmäßig gerade dran ist. Und dann läuft es auch weiter und irgendwann hat man wieder gute Laune und dann... Ja, bei mir ist so, inwiefern ich halt durchhänge, kommt immer drauf an. Ja, es gibt mal Tage, wo es schlechter läuft, mal besser läuft. Aber ich weiß nicht, ich habe immer so eine Morgenroutine und die ziehe ich dann auf jeden Fall trotzdem durch. Vielleicht mal ein bisschen abgekürzt oder so, aber ja, ich mache mir dann auch keinen Kopf, wenn es mal einen Tag schlechter läuft. Nächsten Tag wird wieder besser und so. Ich glaube, wenn du durchhängst, machst du Einläufe, oder nicht? Ja, oder? Das ist jetzt so mein Gedanke gewesen bei dir. Stimmt, das auch. Du hast so 10 Stunden lang Einläufe. Okay. Muss sein, ja. Muss sein, ist ja auch gut so. So. Frage Nummer 3. Hast du eine Morgenroutine oder etwas, ohne dass du den Morgen nicht genießen kannst? Da hatte ich es ja schon von. Morgenroutine habe ich. Also nach dem Aufstehen nehme ich mir erstmal die Zeit für mich. Und stehe auf. Meistens einfach mal den Körper bewegen, mache ein bisschen Dehnübungen, Yoga oder so und danach lese ich ein bisschen oder meditiere und ja,
nehme mir einfach nochmal die Stunden, eine Stunde Zeit oder so für mich und stehe dann einfach lieber ein bisschen früher auf, auch wenn ich arbeiten gehe oder so, keine Ahnung, dann stehe ich halt um 5, 6 Uhr auf und dann habe ich auch Ruhe für mich und habe keinen Stress am Morgen, weil so wie der Tag beginnt, so wird er einfach auch. Und wenn man sich am Morgen schon die erste Handlung, die man macht, so muss einfach ruhig sein, die sollte wirklich ruhig sein, sonst wird der Tag einfach unruhig. Ja, sobald ich, was weiß ich, wenn das erste ist, was ich am Tag mache, an den Computer gehen oder so, dann ist es einfach ein stressiger Tag. Ich komme gar nicht zum Reflektieren, zur Ruhe oder so. Es ist einfach nur, ja. Und wenn ich einfach morgens mir die Zeit nehme, noch nichts mache, auch noch nicht irgendwie unter Druck setzen mit irgendwie, was weiß ich, dass man irgendwas machen muss, mit überhaupt nichts machen, einfach nur zur Ruhe kommen zuerst. Ja, das ist meine Morgenroutine. Und bei dir? Hier steht ja auch noch, ohne dass du den Morgen nicht genießen kannst. Also gibt es irgendwas, was du unbedingt brauchst, um den Morgen zu genießen? Nee, nicht wirklich. Also einen Sonnenaufgang, keine Ahnung. Ja, den gibt es ja jeden Tag, oder? Ja. Außer in Antarktis? Ja, nee, also ich habe auch eine Morgenroutine, aber die ist irgendwie je nach Ort, wo man gerade ist, unterschiedlich, finde ich. Ja, das ist bei also mir in Koh Phangan so. Hatte ich eine andere Morgenroutine als hier. Ja. Wobei die immer daraus besteht, dass ich Sport mache, mich dehne, genau. Meditiere ja. Und Nachrichten beantworte. Das sind so meine vier wichtigsten Punkte. Und was auch immer gleich ist, dass ich halt gleich nach dem Aufstehen meine Zunge abkratze, also kurz im Bad bin, dann meine Zunge abkratze und dann meistens jetzt momentan zuerst Sport mache. Also erst auf die Dachterrasse gehe, da meine Übungen mache, mich danach dehne, meditiere, manchmal noch Yoga mache und danach erst die Nachrichten beantworte, weil das an sich von der Reihenfolge her geiler ist. Ja, und dann ist der Tag eigentlich immer gut und es gibt auch nichts, was mich da irgendwie rausbringt. Ist doch gut so. Ja. Außer man muss halt gleich morgens dann lostraveln oder so, wenn man einen Flug kriegt oder so. Das ist natürlich kacke, aber dann ist der Tag sowieso gelaufen. Nicht? Naja, ist doch ganz schön. Wer ist denn jetzt dran? Ich bin dran. Du hast, glaube ich, schon eh viel mehr vorgelesen. Nee. Welche Frage sind wir überhaupt? Nummer 4. Boah, das sind ja ganz schön viele Fragen. Achso. Nummer 4. Hast du mal einen Rat bekommen, der dich so richtig... Was? Jetzt die kann Augen ich deine Schrift doch nicht. Hat. Ah, ja, okay. Wenn ja, hast du mal einen Rat bekommen, der dir so richtig die Augen geöffnet hat? Wenn ja, welchen? Ich habe sicherlich sehr viele Räte bekommen. Rate? Was ist die Mehrzahl von Rat? Oh mein Gott. Keine Ahnung, ich hab viele bekommen, ja. Aber mir fällt ehrlich gesagt keiner ein, den ich jetzt hier erzählen möchte. Und mir fällt auch so eigentlich kaum einer ein. Aber ich habe immer viel Ratschläge angenommen von anderen. Das auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache. Ja. Ja. Bei mir fällt mir irgendwie ja schon oft einen Rat bekommen, einen guten Rat. Ja, am Anfang kann man es ja meistens nicht so selber annehmen, aber schon immer probiert, das gut umzusetzen, ja. Aber jetzt so, keine Ahnung, welchen man da jetzt rausziehen sollte. Mir wird es jetzt schwerfallen, da ein Rad rauszuziehen. Muss man ja auch. Das ist ganz viel kleine. Ja. Frage Nummer 5. Du musst die 5 zeigen. 5. Was wäre eine gute Belohnung für dich, wenn du etwas geschafft hast? Das fand ich echt komisch. Also, wenn ich was geschafft habe, dann ist es ja schon die Belohnung an sich, weil wenn man was geschafft hat, dann kriegt man ja meistens so einen Endorphinausstoß und dann fühlt man sich gut und dann ist man ja durch die Hormone schon belohnt, finde ich. Da braucht man nicht extra noch was. Ja, manche Leute, die sagen sich, oh, jetzt habe ich das geschafft, jetzt... Jetzt gönne ich mir ein Eis. Kino oder essen ein Stück Schokolade, ja genau. Oder essen Durian. Eis, genau. Ja, Durian essen ist auf jeden Fall eine Belohnung. Aber sonst... aber ich denke, mit Essen belohnen ist immer nicht ist so nicht toll. Ist nicht so geil, ich weiß. Ja, am besten aber man umswitchen als und lieber kind, mit... Ja, genau. Als Kind schon gelernt, dass man sich mit Essen belohnt. Aber ist schlecht. Lieber mit anderen Sachen belohnen, weil sonst fällt man in so ein Suchtverhalten. Wem sagst du das? Lieber mit anderen Sachen belohnen. Ja, zum Beispiel nach dem Sport belohne ich mich immer mit mindestens 5 Minuten nur da liegen oder so Sachen. Also das ist, kommt immer darauf an, was man gerade gemacht hat. Das ist doch gut, sich mit Ruhe zu belohnen. Ja, Ruhe, ja, Entspannung. Ja. Das mache ich in letzter Zeit oft, das ist cool. Und du? Ja, Zeit für mich nehmen, aber das mache ich auch so. Belohnt sich sozusagen genau, dauerhaft. Nee. Also das ist eh immer wichtig. Die meisten Leute können ja gar nicht allein sein. So.
ganz gute Übung ist, sich früh mal den Wecker auf eine Minute zu stellen und probieren, eine Minute nichts zu machen. Das können die meisten Leute auch nicht. Weil sie einfach nicht, die sind früh in Eile und so, und dann schaffen sie es nicht, nichts zu machen. Ich glaub, wenn und die an meisten, nichts zu denken, mal probieren dabei nichts zu denken. Ja, und dann werden sie mit sich selber auch konfrontiert. Wenn die meisten morgens eine Minute stellen, dann schlafen die wieder ein. Ja, das auch vielleicht. Ich glaube, das Problem nichts zu machen ist da gar nicht da, sondern das Problem nicht einzuschlafen. Man kann es auch am Abend machen. Ja, da schlafen die meisten, glaube ich, auch rein. Okay, bin ich jetzt wieder dran? Ja, ich muss vorlesen. Okay, Frage Nummer 6. Du musst die... Ja. Okay. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu bloggen, zu vloggen? Also ich vlogge ja eigentlich nicht. Vloggen ist doch, wenn man rumläuft mit der Kamera Video, und alles. Also ich mache ja nur normale Videos. Vloggen mache ich ja eigentlich weniger, genau. Ja, warum ich YouTube mache? Keine Ahnung. Ja, also als ich vegan wurde, habe ich schon das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie das, was ich lerne, was ich lese, was ich mir an ganzen Informationen, die ich mir selber erarbeitet habe, dass ich das irgendwie weitergeben möchte. Und ich habe dann aber ungefähr noch, ich glaube, 3,5 Jahre gebraucht, bis ich endlich angefangen habe, einen YouTube-Channel aufzumachen. Und dann ging es mir aber eigentlich gar nicht mehr darum, das weiterzugeben, was ich gelernt habe, sondern mehr darum, mich weiterzuentwickeln und ja, die Komfortzone zu verlassen, besser qualitativ höher reden zu können, mehr weitergeben zu können, solche Sachen eigentlich. Ja, schon mal lernen, persönlich finde ich viel, das ist echt gut. Bei mir, warum habe ich damit angefangen? Keine Ahnung. Um Leuten zu zeigen, dass sie nicht die einzigen Verrückten sind, die ein bisschen anders denken als der Großteil der Menschen. Oh, das ist gut. Ja, das stimmt. Genau. Seid nicht allein. Seid nicht allein. Es gibt ganz viel Verrückte. Alle sind verrückt. Ja. Frage Nummer 7. Boah, ich muss immer nur die 5 machen. Das ist gut. Das ist gut. Ich muss immer nachdenken. Ich bin dran. Was möchtest du mit deinem Blog oder Kanal erreichen? Das, was ich gerade schon gesagt habe. So, ja, junge Leute, ältere Leute, egal wen, einfach dazu motivieren, dass sie wieder den Mut haben, selber ihr wahres Selbst zu leben praktisch. Ihre nicht eine vorgespielte Persönlichkeit, mit der sie sich aus irgendwelchen Gründen gesellschaftlichen oder was identifizieren, sondern dass sie wieder so einfach ins Sein kommen, so sind, wie sie sind und fertig. Ja, und das ist für jeden was anderes. Jo. Ich überlege noch. Also ich glaube, was ich damit erreichen möchte, hat sich geändert. Also ich glaube, ich will jetzt eigentlich hauptsächlich Menschen kennenlernen, die mir ähnlich sind, mit denen man sich super gut austauschen kann. Und die lerne ich ja kennen, indem ich halt dann die Kommentare lese und merke, hey, die denken so wie ich oder die denken halt nicht so wie ich. Oder die Person ist mir ähnlich und ich habe sehr viele Leute schon kennengelernt, die mir ähnlich sind. Und ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die ich nicht mehr missen möchte. Und deswegen mache ich auch weiter, weil es so geil ist, so Gleichgesinnte zu finden. Und das ist ganz lustig, cool. Auf jeden Fall. Das ist also ein Hauptgrund eigentlich. Genau, Frage Nummer 8. Du? Nee, ich? Ich bin, oder? Nee, ich hab keine Ahnung. Nee, du. Ja, du. Also, in welcher Situation musstest du kämpfen und hast dabei richtig viel gelernt? Es gibt so einige Situationen, also kämpfen ist halt wieder blöd irgendwie. Ne? Aber ich gerade auch sagen, so kämpfen. Ja. Kämpfen klingt doof. Also ich habe zum Beispiel, vielleicht kann man das so sagen, die ersten 2 Jahre in Hamburg gekämpft. Also als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich mir gesagt, du ziehst hier nicht weg, bevor du nicht 2 Jahre durchgehalten hast und geguckt hast, ob das was für dich ist mit der Stadt und wie ich hier so alleine bin und ich kannte ja fast niemanden. Und ich habe das bewusst wirklich so durchgezogen, obwohl das erste Jahr war Horror. Das war furchtbar. Und jetzt bin ich super glücklich und kann mir durchaus vorstellen, auch längere Zeit noch in Hamburg zu wohnen oder so. Also da habe ich daraus gelernt, dass es manchmal sich lohnt, einer Sache dran zu bleiben und das durchzuziehen, auch wenn die ersten Momente vielleicht schwierig sind und man sehr oft seine Komfortzone verlassen muss. Und dass man dann wirklich viel mutiger und stolzer und angstfreier aus so einer Situation wieder rausgeht und sagt, ja, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Ja, das ist cool.
ja, Kämpfen impliziert immer so einen Widerstand, aber ich denke, es ist eher so ein, ja, was heißt, es sollte kein Kämpfen sein, sondern es sollte so ein, ja, mutig konfrontierend sein, so einen Tatendrang, so wirklich sich mal auseinanderzusetzen, auch mit negativen Aspekten. Ja. Jo, eine Situation war das bei mir. Jetzt kommen die Fragen, die ich mir vorher nicht durchgelesen habe. Oder du hast mir vorher 5 Fragen durchgegeben. Du wolltest ja nicht hören. Ja, genau. Ich habe mir auch keinen Kopf. Aber auf Rohkost umstellen, das war schon eher ein Kampf, so mit allem Umfeld und so weiter. Ja, das stimmt. Auch auf vegan umstellen ist ein Kampf eigentlich manchmal. Ja, ja, das auch, ja. Kommt drauf an, in welchem Umfeld du bist, aber... Ja, da habe ich auch viel gelernt, habe ich anfangs immer so viel diskutiert und so. Und dann irgendwann wird man ruhiger. Ja, ja, viel ruhiger. Und aber das Durchhalten kann das auch immer akzeptieren und ja, man lernt es ja mit uns. Ja, das stimmt. Jetzt bist du wieder, oder? Ich habe jetzt zuerst geantwortet, also muss ich vorlesen, ja. Frage 9. Was würdest du jemandem raten, der gerne sein eigenes Ding starten würde, sich aber nicht in die Öffentlichkeit traut? Einfach machen, war bei mir genauso so. Ich hatte immer ja ewig Schiss und so davor und einfach machen, ins kalte Wasser springen, mal egal wie es wird, weitermachen und ausprobieren und ja. Sonst lernt man nie was. Einfach mal machen, sich trauen, aus der Komfortzone rausgehen, ja. Ja, Schritt für Schritt, ja, man kann ja klein anfangen, vielleicht erstmal ein Video, was weiß ich, ein paar Freunden zeigen oder ja, oder erstmal hochladen und noch nicht öffentlich stellen oder so oder mal ein paar Videos drehen, damit man sich an die Kamera gewöhnt oder was auch immer und dann irgendwann halt mal hochladen. Mhm. Ja. Ja, also einfach machen ist immer einfach gesagt, ne? Ja, man muss es halt machen. Das ist so wie ja, den so, inneren Schweinehund. Das ist nur ein Moment, in dem du dich entscheidest, ja, von der Couch aufzustehen und rauszugehen und dich zu bewegen. Und danach fühlst du dich immer gut. Aber ja, du musst in der Sekunde einfach zack. Du musst es machen. Das ist der wichtige Punkt. Der eine Punkt. Ja. Wenn also man es denkt, einfach machen, aufhören zu denken dann, ob man es macht oder wie, sondern einfach anfangen. Mit der ersten Sache, die einem in den Kopf kommt. Den ersten Schritt machen und nicht an die 10 Schritte danach denken oder so. Ja, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Man sollte, also was du gesagt hast, was in dem kleinen Anfang finde ich ziemlich gut. Weil zum Beispiel, ich bin ja so ein Reiseschisser gewesen. Ich wollte ja nie reisen und ich fand Verreisen immer ganz furchtbar. Mhm. Und ich habe am Anfang, wo ich dann gemerkt habe, ich muss hier mal aus der Stadt Hamburg einfach mal raus, einfach mal was anderes sehen und ein bisschen die Komfortzone verlassen, habe ich erstmal so eine Deutschlandreise gemacht. Ja. Also erstmal die Städte in Deutschland angeschaut und wer hier so wohnt und wer wo ist und da ein bisschen rum und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, das könntest du eigentlich auch mal außerhalb von Europa oder so. Ne? Mhm. Also das ist so langsam rantasten finde ich eigentlich ziemlich gut. Es funktioniert. Ja. Genau. Wer liest jetzt vor du? Jetzt bin ich wieder dran. 10. Ja, 10. Ja, jetzt danach ist es schwer, muss man eine Hand dazu nehmen. Frage Nummer 10. Wie lässt du dich zu neuen Themen inspirieren? Oh. Ja, wie machst du denn das, Marielle? Hä? Also die Themen, die dran sind, kommen eigentlich automatisch. Die kommen durch Gespräche mit anderen, durch Videos, die ich schaue, durch Bücher, die ich lese, durch Momente, die ich in meinen Gedanken durchlebe, durch Träume, die ich habe, durch... Das kann alles sein. Also ich lasse mich durch alles inspirieren und ich lasse mich auch nichts irgendwie... Also wenn mich was inspiriert, dann bleibe ich da erstmal dran und das kann wie gesagt alles sein. Also da lasse ich mich nicht irgendwie einschränken auf irgendein bestimmtes Medium oder so. Ja. Na? Und du? Das ist ja so eine allgemeine Frage. Also so allgemein inspirieren. Ich weiß nicht, also inspirieren, ich glaube, es ist schon auf den Channel bezogen ist. Aber da gilt dasselbe. Also ich lasse mich alles inspirieren. Also jetzt auf Videos machen bezogen. Ich habe keine Ahnung. Was mir in den Kopf kommt, was ich gerade selber verarbeite oder worüber ich gerade selber nachdenke, mache ich ein Video drum. Manchmal auch unstetig, wenn ich gerade selber irgendwie was verarbeiten muss, dann ist es mal mehr, dann ist es mal mehr über die anderen Themen, je nachdem. Und allgemein, weiß nicht, es inspiriert dann doch alles, keine Ahnung. Ich finde, man muss nur rausgehen, machen ist... Leben. Ja, alles. Nicht im Zimmer hocken, jemals nicht immer nur im Zimmer. Genau. Rausgehen, was erleben. Genau. Frage Nummer 11.
Welche Tools muss ich? Ich weiß es gar nicht. Ich lese einfach vor. Welche Tools nutzt du am liebsten für deine Ideen und ihre Umsetzung? Ist das jetzt wieder allgemein bezogen oder? Ich glaube, es ist bezieht sich schon auf den Channel oder auf den Blog oder so. Videos machen. Ja, Videos machen. Videos machen. Also die Tools dazu, ja. Ich nehme einen Block dazu und einen Stift oft, ja. Schreibe meine Gedanken einfach auf, wenn sie in dem Moment kommen, weil sonst so in der nächsten Stunde sind sie dann wieder weg und ich habe vergessen, über was ich da nachgedacht habe. Ja. Stift und Block. Meine Tools. Ja, oder PC halt, ne? Direkt bei Word was reinschreiben. Hm. Also ich habe jetzt auch manchmal sogar Videoideen aufgeschrieben, wobei ich es eigentlich nicht mag. Ich mag immer gern, wenn ich inspiriert bin, sofort eins machen und nicht erst aufschieben, weil das ist Kacke. Ja. Entweder gleich oder gar nicht. Und jetzt habe ich so eine Liste und habe keinen Bock mehr drauf. Also ja, aber also ja, aufschreiben ist schon, wäre schon ganz gut. Manchmal. Hm. Ja. Ja, das waren die 11 Fragen. Jo. So, Joachim, ich hoffe, du bist mit uns zufrieden. Genau, Joachim. Ja. Müssen wir auch jemanden taggen? Ach ja, scheiße, wir müssen jemanden taggen. Ich habe gar keine. Ich hab nicht überlegt, wie taggen wir denn? Kennst du viele? Ich kenne viele, ja, aber wen taggst du? Ich tagge alle, die du taggst. Wie viel muss man denn taggen? Das wissen wir nicht, ne? Ich weiß es nicht. Also, ich tagge. Oh! Ich checke Käthe Veganeta auf jeden Fall. Ach ja, lustig. Kennst du Käthe? Ich kenne eine, so die cool. So heißt, hat den Kanal. Ja, klar. Ist das Würzburg? Nee, ist Wien. Also Käthe Veganeta, du bist hiermit getaggt. Du guckst das Video sowieso, das weiß ich. Und... Ach, dann hab ich die verwechselt. Ich dachte, das ist ein YouTube-Channel. Ja. Sie heißt nicht wirklich so. Ja, ja, das schon, aber... Ich kenne auch jemanden, ja egal. Gut. Ja, müssen wir denn so viele Leute taggen? Reicht nicht eine Person? Nee, müssen wir gar nicht. Wir taggen den Joachim. Den Joachim war schon genug. Ja, reicht. Können wir einen Pierre mal taggen? Der ist schon getaggt von Joachim. Pierre ist schon getaggt. Mehr Leute kennst du nicht. Das war's auch schon. Nee, doch, ich kenne schon noch mehr. Ja, ich glaube, Käthe reicht. Ne? Okay, dann mach das mal. Gut. So, fertig. Bis bald. Tschüss. Ciao. Gut. Haben wir fein gemacht. War lustig. Ich denke schon, oder?